Hallo, willkommen bei Atlantica Online. Heute eine TGS-Mission und zwar machen wir heute einmal eine kleinere. Und zwar machen wir im östlichen Mu-Lager von den drei Königreichen Missionen die Mission 100.000 Pfeile. Das ist eine ganz spezielle Mission. Und zwar, wie gesagt, ist es die fünfte. 100.000 Pfeile und die geht nur im Truppmodus. Eintrittsgebühr 500.000, also gar kein Problem. Wie ihr gewohnt seid, 10 TGS-Punkte. Ich klicke auf Schlacht starten. Und ihr seht, wir haben auch drei Leute dabei, also wir sind zu dritt. Und ihr könnt auch Söldner mitnehmen, ist aber nahezu irrelevant, weil, wie gesagt, das ist eine sehr spezielle Mission. Ich würde sie mal als Schiffe versenken Mission bezeichnen. Deswegen ist es auch völlig egal, ob ihr extrem stark seid oder noch nicht so gut. Ihr könntet auch komplett ohne Söldner rein. Es ging auch. Die einzigen Mobs, die man hier töten muss, ist hier bis zum Dock vor. Und dann muss man nur noch Schiffe töten. Und man muss die 100.000 Pfeile einsammeln. Das heißt, man muss insgesamt dann 5 Schiffe töten. Hier und unbedingt komplett ausbauen, damit die Schiffe dann einen erhöhten Bewegungsradius haben. Wir laufen jetzt zum Dock hoch. Ah, das sind gar keine Mobs. Und wir bauen dann hier im Hafen ein Schiff. Ist eigentlich irrelevant. Wir müssen auch keine einladen oder so. Aufwerten. Natürlich. Nicht vergessen. Hier, das erste Schiff ist fertig, ist nicht meins. Und ihr seht hier die Karte und auf der gesamten Karte sind Schiffe. Habe ich jetzt das vergessen? Nee. Und das ist komplett irrelevant, wie stark eure Söldner sind. Es kommt nur auf die Schiffe drauf an. Wir bauen fleißig aus und bauen auch das Schiff. Es wird öfter mal zerstört werden. Meins ist nächste Runde fertig, weil ich es nicht gleich gebaut habe. Da können wir jetzt mit dem Schiff ziehen. Ja, kommen wir nicht ganz hin. Bauen beide aus. Ja, und wir ziehen immer mit dem Schiff und dann überspringen wir die nächste Runde. Und wie gesagt, wir verteilen uns jetzt und suchen die Schiffe. Und wir müssen die Wartungsschiffe zerstören, um die Pfeile zu sammeln. Das müssen 5 Stück sein. Die wir finden müssen. Das Dock hier hinten darf natürlich auch nicht kaputt gehen. Hier kriegen wir nochmal einen guten Tipp. Machen wir natürlich. Wir können leider nur eins gleichzeitig herstellen. Ihr seht, die halten etwas aus, aber nicht komplett. Jetzt haben wir eins kaputt gemacht wieder. Hier auch nochmal eins. Noch keine Pfeile erhalten, soweit ich das gelesen habe. Wir verteilen uns jetzt auf der Karte und suchen Pfeile. Und ihr seht, es ist komplett irrelevant, wie stark wir sind. Weil die Söldner, die stehen ja nur hier.
wir jetzt auch. Ich kann wieder weiter aufwerten. Jawohl, das nächste Schiff. Auch da gab es leider keine Pfeile. Deswegen, es kommt auf die Zeit drauf an, es könnte etwas... Und unbedingt, ihr könntet jetzt Söldner in die Boote einlagern, wenn ihr am Dock wart. Aber das bringt nichts, die Schiffe sind gleich stark. Ein Schlachtschiff und noch ein Schlachtschiff, die brauchen wir natürlich nicht. Aber müssen wir natürlich trotzdem... Ihr seht auch hier, wie viele Schiffe bzw. Gegner noch da sind. 55. Und wir suchen, wie gesagt, wie hier auch in der Mission steht, die Wartungsschiffe. Ihr seht, ein bisschen angeschlagen ist unser Boot hier schon. Zwei Schlachtschiffe, die uns beballern. Und das wird bald... Das zeitliche Segnen, fürchte ich. Oh, wir haben jetzt zwei auf einmal erledigt. Wunderbar. Das hilft natürlich. Und Zeit steht hier. Aha, wunderbar. Die ersten 20.000 Pfeile haben wir erledigt. Waren wir jetzt nicht wir, aber dafür ist man ja zu dritt in der Mission. Ja, noch eine Runde, dann können wir wieder ausbauen. Die Quest hier, wie gesagt, geht nur im Truppenmodus und sie ist auch nur zu zweit so lala machbar, aber ihr solltet, wenn es irgendwie geht, zu dritt sein. Und man braucht sie für die achte Quest, für die Hauptquest von Zuge Liang, die Schlacht von Chibi, in der ja alle TGS-Missionen hier durchlaufen müssen. Abgeschlossen. Ah, jetzt sind wir voll aufgewertet, wunderbar. Das gilt auch für alle weiteren Schiffe, die wir bauen. Auch mit denen können wir dann voll mit voller Geschwindigkeit segeln, sage ich jetzt mal. Oder laufen. Oder ziehen, wenn wir es allgemein sagen wollen. Ihr seht, wir haben uns jetzt schon verteilt. Killen vom Dock aus, dass uns keine durch die Lappen geht und das Dock fällt. Runden laufen immer ab, das ist nicht gut. Mal schauen, ob hier in der Enge einer ist. So gut kenne ich die Mission leider nicht. Wäre noch gut, weil durch den Kringel seht ihr, dass man noch ziehen kann.
Mal schauen. Jetzt noch mal schauen, ob hier einer ist. Weiß es leider nicht. Noch keine komplette Sicht hier. Hat's geklappt mit dem Überspringen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier völlig umsonst reinfahre, aber ihr werdet es dann wissen. Hier steht das Leben vom Boot. Es regeneriert sich leider nicht. Gegnerische Zeug läuft auch immer ab. Hier sind auch ein paar Schiffe. Mal schauen. Jawohl, jetzt geht es immerhin schneller weiter, weil die Zeit ist natürlich begrenzt. Ne, da war keins drin. Ah, jetzt läuft die Zeit leider wieder voll ab. Sollte, wie gesagt, auch etwas Gold zumindest mitnehmen, jetzt nicht unbedingt so viel wie ich jetzt habe. Ö drückt, kann man hier auch die komplette Runde überspringen. Ist dann natürlich sehr, sehr hilfreich. Drück trotzdem immer lieber direkt hier drauf.
Raumschiff ist kaputt gegangen. Aber wichtig, dass wir eben weiter vorziehen. Da haben wir endlich mal ein weiteres gesehen. Das sind 35 Gegner noch. Ich glaube, wir haben immer noch eins bisher nur getroffen. Von den Schiffen, von den Wartungsschiffen mit den Pfeilen. Eins ist schon geschlossen. Da brauchen wir anscheinend noch, nur noch ein zweites. Weiteres Schlachtschiff, wunderbar. Oh, wo ist die erschienen? Da in der Mitte. Oder? Die feindliche Flotte? Ne, ist unsere. Wer stellt sich mir in den Weg? Ich weiß jetzt nicht, wo die erschienen ist. Aha, da in der Mitte scheinen viele zu sein. Müssen wir jetzt noch um den Berg hier rum. Scheinen eine Menge weiterer Schiffe gekommen zu sein. Schlachtschiff. Auf geht's. Dreißig von 68 Gegnern haben wir schon. Halt, jetzt habe ich nicht übersprungen. Neunundzwanzig, wunderbar. Wie gesagt, die Mission unbedingt zu dritt machen. Sonst wird es sehr, sehr knapp. Die Schiffe sieht man immer erst, wenn man
relativ nah dran ist, dann tauchen die auf. Oder ein gegnerisches. Das war das zweite Schiff. Wir müssen weiterhin Wartungsschiffe überfallen. Das ist ein Schlachtschiff. Oh, da sind jetzt einige erschienen. Zwei Schlachtschiffe. Schauen, ob wir das aushalten noch. Beide noch schaffen. Könnt immer zurück zu eurem Schiff, indem ihr doppelt draufklickt. Ja, hat gerade noch so gereicht. Oh, das war jetzt ein grober Fehler. Bin zu nah hin. Jetzt kann ich nicht mehr drauf schießen. Ich zerstöre jetzt direkt mal das. Hätte es eh nicht mehr überlebt und baue direkt in dieser Runde ein neues. Dauert wieder zwei Runden. Auf 25 von den 69. Die Söldner bringen gar nichts, außer dass sie Mana ziehen. Wir wieder unser neues Schiff. Wie gesagt, immer Ö drücken. Die Zeit hier in der Mission ist ein Problem, deswegen unbedingt schauen, dass ihr das zügig macht. Das ist wirklich eine der ganz, ganz wenigen Missionen, wo es überhaupt nicht auf eure Söldner oder Charaktere ankommt. Wie gesagt, wirklich nur Schiffe versenken. Bringt auch nichts, irgendwie einzuladen, die werden nicht stärker dadurch. Jetzt nochmal da, sind die in das Areal. Ich glaube, da war noch niemand. Jetzt habe ich die Tür gedrückt. Jawohl, das waren wieder Schiffe. Ah, da ist das nächste, ein Schlachtschiff. Jetzt werden wir wieder angegriffen, aber auch nur eins. Immer weniger Gegner. Loot ist natürlich zu vernachlässigen. Schlachtschiff.
zwei Stück. Wieder etwas abgezogen. Leider keine Möglichkeit, es irgendwie zu heilen. Oh, zwei auf einem Haufen. Jawohl, wunderbar. Zwei mit einem Streich. Noch eins. Jetzt müssen wir schon sehr, sehr viele haben. Wir suchen das dritte Wartungsschiff. Ich bin da nicht Ö gedrückt. Gefunden. Müssen jetzt noch 12 sein. Jetzt noch 11. Aber das nächste Wartungsschiff ist immer noch nicht gefunden, leider. Mit der Karte ist es auch immer etwas, ja, ich will nicht sagen problematisch, aber man muss schon immer gucken, wo man hinfährt. Schauen, ob hier in dieser Bucht noch eins ist. Vielleicht sogar das Wartungsschiff, das wir suchen. Frachtschiff, da wunderbar. So, jetzt müssen wir hier zum Wartungsdock fahren, aber das ist mir viel zu weit, ich zerstöre das Schiff. Bau einfach ein neues, das dürfte deutlich schneller gehen. Da kommen wir hier am Dock raus. Auch immer sich die Zehen noch verstecken. Haben wir uns das komplett repariert. Ich weiß nicht genau, ob wir alle drei hier ins Licht fahren müssen. Da sind die nächsten Schiffe erschienen. Jawohl, haben wir drei erledigt.
Schlachtschiff und Schlachtschiff. Jawohl, beide erledigt. Weiß nicht, ob jetzt hier noch mehr auftauchen. Jawohl, noch eine erschienen. Aber wo? Jawohl, hier. Ein Schiff noch gefunden. Jetzt sind es schon wieder 14 von 78. Müssen wir wieder beide gleichzeitig erledigen können. Jawohl. Oh, hier oben sind anscheinend sehr, sehr viele. Jawohl, noch das nächste Wartungsschiff. Jetzt haben wir schon vier Stück. Ich denke, jetzt fehlt noch eins. Ne, das ist ein Schlachtschiff. Nichtsdestotrotz machen wir das natürlich auch kaputt. Stück. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, ob wir jetzt noch ausschwärmen sollen oder ob der Punkt hier hinten wichtig ist. Fünf Gegner, ein Wartungsschiff müsste darunter noch sein. Die Regierung ist das Gesetz. Jetzt noch hier oben, hier rechts oben auf der Karte, da war ich, das weiß ich. Könnte nur noch da oben sein. Ich weiß nicht, ob wir so weit hoch vorgedrungen sind. Noch 15 Minuten. Und da war es das letzte. Da haben wir die 100.000 Pfeile gesammelt. Und das war die Mission 100.000 Pfeile. Wie ihr gemerkt habt,
Die Mission laufe ich eigentlich nie. Die Endbelohnung ist eigentlich minimal, aber man braucht eben unbedingt zwei, besser drei Leute zum Laufen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ah, ich mache natürlich drei Kisten. Ich denke, ich mache die mal auf und verteile die Belohnung dann oder gebe sie dann ab. Aber damit ich euch die Belohnung mal zeigen kann. Es ist sogar ein Generalbuch dabei. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Ciao.